Hallo und willkommen zu diesem Review. Ja, heute mal mit einem Pod-System wieder und wir haben eins jetzt von Elifia und zwar den Iori Prime. Ich habe ihn in verschiedenen Farben und den schauen wir uns mal genauer an. Ich habe jetzt hier den mal hier teilt in die Kamera wegen dem kleinen Leuchte hier unten. Die ist hier unten drin versteckt hinter dieser Plate und das wollte ich euch jetzt mal zeigen, wenn ihr dran zieht. Seht ihr die hier unten leuchten und ja. Auf dem Tisch kann ich euch das nicht zeigen, deswegen schon mal erstmal hier oben vorab und dann schauen wir uns jetzt mal genauer unten an. In dieser Verpackung wird er geliefert und wir schauen jetzt mal, was da so alles drin ist. Natürlich das Pod-System, ein USB-C-Kabel, eine Warranty-Card und eine Bedienungsanleitung. Ja, die Bedienungsanleitung ist hier auch in Deutsch beigefügt. Hier sehen wir nochmal ein kleines Bildchen, wo alles sitzt, wo alles beschrieben ist und dann haben wir hier oben steht es halt in Deutsch alles und wir haben hier die Anzeigen, die Kontrollanzeigen. Er hat also eine kleine LED drin angebracht und zeigt uns an bei der grünen Leuchte, dass er dann noch 60-100% hat und von blau, wenn er aufleuchtet, von 20-59% und alles, was kleiner als 20%, dann leuchtet er rot auf. Dann solltet ihr ihn halt wieder aufladen. Ne? Und hier unten haben wir dann nochmal ja, Überzeitschutz und Warnung, kein Pod erkannt, Schutz bei niedrigem Akkustand. Kurzschluss-Schutz und dabei ja, blinkt er halt mal 5, mal 3, kommt drauf an. Ne? Das muss man natürlich dann mal richtig entnehmen oder ich drücke einfach mal auf Pause, dann könnt ihr das hier lesen. Und ja, ich habe natürlich wieder die ne, Internetadresse geschwärzt, damit das keiner sehen kann, sonst gibt es wieder Ärger von YouTube. Ja, schauen wir uns mal hier die Geräte an. Ich habe jetzt hier diesen bunten, den habe ich hier noch ein bisschen die Folie drauf gelassen, auch hier drin bei dem Pod, damit ihr genau seht, wie das hier ankommt. Ihr habt hier so eine Schutzfolie, die könnt ihr hier oben abziehen. Und dann zieht ihr das hier ab und dann habt ihr eine schöne Oberfläche da unten drunter. Ne? Dann haben wir hier oben den Pod, hier, wenn ich den hier rausziehe, der ist hier nochmal, auch nochmal gesichert, dass er da nicht versehentlich wie losgehen kann. Ne? Die Kontakte hier, auch nochmal alles abgesichert. Und das wollte ich nochmal hier in dem Pod-System hier zeigen. Wir schauen uns jetzt mal den goldenen an. Ist ein wenig ja, eleganter, sage ich mal, vom Style. Wir messen einfach mal durch. Der hat jetzt hier eine gesamte Länge oder Höhe, wie man es auch sehen mag, von 94 mm oder 94,7 mm. Eine Breite von ohne den ja, Airflow-Verstellung 26 mm und eine Dicke hier von 16 mm. Verbaut haben wir hier einen ja, internen Akku mit 900 mAh. Fassungsvermögen 2 Milliliter und hat dann hier oben Befüllloch, hat er 3,3 mm. Da passt also eigentlich die meisten Spitzen rein. Und maximal kann er 15 Watt ausgeben. Ja, und geladen wird er mit 5 Volt, 1 Ampere, USB-C. Den haben wir dann hier unten. Ne? Wir schauen uns mal jetzt mal das ganze Pod-System hier an. Ich drehe mal hier in die Runde. Ihr seht hier das Design. Ja, das ist irgendwie so ein flimmerndes Streifen hier oben drauf. Und die gibt es dann in verschiedenen Farben. Klar ist hier natürlich sehr fingerprintlastig, ne? Aber naja, okay, ne? Das geht ja bei so einer kleinen Fläche. Wir gucken mal hier oben, ja, ich finde das Mundstück finde ich eigentlich sehr gut, ne? Liegt sehr nice an den Lippen an. Und wir haben dann hier oben ein Topfsystem. Wir knicken das hier quasi ab und können dann hier oben befüllen. Hier ist die Befüllöffnung und hier haben wir ein kleines ja, Loch, wo die Luft entweichen kann. Ja, damit der Tank auch vollgefüllt werden kann. Ja, und hier kommt dann halt der Dampf raus. Ne? An dem Mundstück hier oben habt ihr auch nochmal hier so einen Schaum innen drin, ne, dass man es ein bisschen dicht hält. Den braucht ihr einfach nur wieder aufstecken. Ne? Und den Pod kann man hier einfach entnehmen. Hier unten sehen wir dann die, ja, die Plus- und Minuspol. Und dann sehen wir hier diesen Schlitz hier drin. Das ist die Luftführung quasi, die hier unten drunter hergeführt wird und dann in der Mitte in das kleine Loch in die Keule ragt. Der ganze Pod wird gehalten mit so kleinen Nasen an der Seite. Hier haben wir so kleine, ja, wenn ihr das vielleicht sehen könnt, so kleine Erhöhungen. Und die rasten dann hier innen in dem Gerät ein. Hier unten drin haben wir dann die ja, Plus- und Minuspol wieder. Und dann hier ein Loch. Das größere Loch ist dann hier für die Airflow. Und das ist also egal, wie rum wir den Pod reinstecken. Mitgeliefert wird also dein 0,8 oben Mesh, Coil oder Pod. Leider nur einer. Wäre schön, wenn sie noch einen anderen dabei gepackt hätten mit einem anderen Wert. Aber okay, so ist das jetzt. Und
Wir stecken den Hebel einfach wieder rein und der wird dann halt nur durch diese Nasen gehalten. Und er hält auch sehr gut. Und das hier oben, die Mundstück, das kann man also nicht einfach so abziehen. Das, wenn, da kommt der ganze Pott mit raus. Ihr müsst also wirklich abknicken, um das zu befüllen, ne, um den zu öffnen. Ja, und das machen wir auch jetzt mal direkt. Wir duschen da mal ein bisschen rein. Einfach hier oben in dieses Rote reinstecken und dann ein wenig drücken. Nicht zu stramm, nicht zu fest. Einfach ein bisschen rein, damit die Luft noch langsam entweichen kann. Ihr seht dann oben die Flüssigkeit ankommen. Und dann ist er auch schon voll. Die Kappe wieder drauf. Ja, und dann ist er vollgetankt. Ihr könnt natürlich die Flüssigkeitsstand, Liquidstand, seht ihr hier, nur ein schmales Fenster. Ihr müsst den schon seitlich drehen, damit ihr den genau erkennen könnt. Hätte ein bisschen länger sein können, wie ich finde, diese Aussparung. Weil wenn ihr den jetzt mal genau schaut, wenn der drin ist, also er geht quasi bis hier an diese Kante. Wenn ich da jetzt mal meinen Fingernagel dran halte, ziehe den ab. Da seht ihr, habt ihr immer noch ein bisschen frei. Na, das ist also noch nicht der komplette Befüllstand. So wäre das besser gewesen. Dann kann man einen kompletten Füllstand sehen. Wenn ich ihn jetzt reinklicke, zack, verschwindet noch ein Stückchen. Ne? Aber ist okay, da muss man halt ein bisschen kippen, damit ihr das sehen könnt. Ansonsten habt ihr hier an der Seite ja nur einen, also keinen Taster. Ne? Das ist also nur mit Zugautomatik. Er ist quasi immer bereit zum Dampfen. Könnt also so eine Tasche schmeißen, ohne dass da irgendetwas passiert. Man muss also schon dran ziehen, damit er feuert. Wir haben hier eine Airflow, ja, schön zu verstellen, geht recht stramm, kann sie auch nicht so leicht verstellen. Ja, und das Indikatorlicht ist natürlich hier hinter dem Design verschwunden, das könnt ihr also nicht sehen. Ihr seht hier vielleicht hier noch ein wenig durchschimmern. Da ist dieses kleine Lämpchen hinter, was dann halt aufleuchtet, ne? Den ganzen Akkustand und so oder irgendwelche Hinweise, wenn kein Pott drauf ist oder Akkustand zu niedrig oder sowas, ne? In farblichen verschiedenen Farben. Wir gehen jetzt mal hoch zum Fazit und dann sprechen wir nochmal darüber. Ja, zurück zum Fazit. Zu dem Arori Prime von Elif. Und zwar Pro und Contra, wie immer mit dem Contra zuerst. Ja, was ich nicht so schön finde, dass halt nur eine Coil dabei ist, die 0,8 Ohm. Wäre schön, wenn da noch ein anderer mit einem anderen Widerstand dabei gewesen wäre. Dann auch noch, dass man die Coil nicht wechseln kann. Ne, fest verbaut. Ist aber schade, schmeißt man den ganzen Pot weg und muss einen neuen Pot kaufen. So hätte man einfach eine Coil wechseln können. Des Weiteren finde ich den Füllstand. Ne? Man könnte also, wenn ich den jetzt hier rausziehe, habe ich euch gerade auch gezeigt, also wäre der komplette Füllstand zu sehen. Wenn ich ihn noch jetzt reinstecke, zack, ist schon ein Stückchen verschwunden. Ne? Hätte man auch anders lösen können, indem die Laschen hier so ein bisschen tiefer sind oder so. Wäre mit Sicherheit machbar gewesen. Ansonsten kommen wir zu den Pros. Das Design finde ich schön. Das ist schön, echt nice hier mit den Farben. Und gibt es in verschiedenen Farben. Müsst ihr einfach mal schauen im Netz und Internetadresse darf ich euch natürlich nicht nennen und zeigen oder verlinken. Ist ja verboten bei YouTube. Ja, das finde ich eigentlich schön. Ist auch schön verarbeitet und das Mutgefühl von dem Drip-Tip ist auch für mich ein Pro. Sehr nice. Sehr angenehm am Mund und ja, vom Zugwiderstand ist er auch recht smooth, sag ich mal. Ihr könnt natürlich, wenn ihr andere Coils reinmacht, von diesem, ja, passt zu dem Typ natürlich, passt er sich dann natürlich der Leistung auch an, wie so die alle Pod-Systeme eigentlich auch machen. Wir haben hier eine, ja, Airflow, die wir hier verstellen können, finde ich auch super. Die funktioniert klasse, komplett offen. Ist eigentlich schon so ein bisschen RDL, würde ich sagen. Ne? Wenn wir die zumachen, wird es auf jeden Fall ein bisschen wärmer. Man kann natürlich die Leistung jetzt nicht verstellen. Ne? Da müsste dann eher so eine MTL-Coil her, weiß ich, mit 1,2 Ohm oder irgend sowas. Gibt es wahrscheinlich auch, aber war halt nicht mit dem Lieferumfang. Für mich das Highlight natürlich bei diesem Pod-System auf jeden Fall Topfill. Zack, fertig. Ne? Einfach oben rein und hält oben dicht, wunderbar. Astral. Das finde ich super. Sehr schnell zu befüllen. Ja, USB-C-Anschluss, auch top, wunderbar. Und geschmacklich kann er echt mit den ganzen anderen Pod-Systemen super mithalten. Würden da auf jeden Fall auch locker 8,5 Punkte für geben.
Ja, das war es eigentlich schon zu meinem Fazit und zu diesem Iori Prime, so wie ich es jetzt einfach mal aussprechen würde, von Elif. Und ja, freue mich, dass ihr geschaut habt. Design müsst ihr euch mal gucken im Internet, was euch da so gefallen würde. Und wenn es euch nicht gefällt, dann ist es halt so, mir ist es wurscht. Müsst ihr natürlich selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und ja, ich freue mich, dass ihr das Video geschaut habt und sage bis zum nächsten Mal, bis der Finti wieder ein Video hat. Tschüss.